Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe YouTube-Welt, meine Twitch-Freunde, zu einem weiteren Standard-Rotationsvideo. Also mal ein bisschen back to business nach den zwei spannenden Videos. Also, okay, das klingt jetzt so, als wäre es langweilig. Also nein, aber das andere ist ja Zukunft und was ganz Neues und plötzlich. Und das hier war ja eine Reihe, die wir angefangen hatten, die wir aber jetzt anders und schneller durchführen. Denn mit der Ankündigung, dass das Standard- und Basic-Set komplett in Wild rotiert und wir ein neues Kernset, Core-Set bekommen, macht es zum einen keinen Sinn mehr, dass wir uns jetzt zum Beispiel über das Basis- oder Classic-Set des Paladins unterhalten. Das ist einfach Schwachsinn. Das wird geändert, das geht weg. Das wird gebufft, wenn es im Kernset landet. Also es macht keinen Sinn. Und es macht auch wenig Sinn, über die Metadecks zu sprechen, die es gibt. Weil, wenn eine neue Erweiterung dazu kommt, wenn drei Erweiterungen wegfallen und wenn sich jetzt auch noch das Kernset ändert mit neuen Karten, mit Wildkarten, also wenn das jetzt auch noch kommt, dann ändert sich einfach so viel, dass es, glaube ich, gar keinen Sinn mehr macht, über die Metadecks zu sprechen, weil es einfach wahrscheinlich eine komplett neue Meta ist und auf jeden Fall super anders ist. Also machen wir das jetzt so. Da wahrscheinlich auch nächste Woche ja die neuen Karten kommen und wir dann darüber sprechen wollen, werden wir das jetzt einigermaßen schneller parken. Ich nehme mir jetzt immer drei, vier Klassen und mache das jetzt noch in zwei Videos und mache dann die Rest. Wir gucken uns also an, was geht weg. Also was weggeht, macht ja noch Sinn, denn das ist ja trotzdem interessant, welche Karten nun mal verschwinden und welche Karten in Standard nicht mehr gespielt werden können. Heute nehmen wir uns also den Paladin, den Druiden und den Jäger vor, gucken uns an die drei Sets. Und was sie verlieren. Okay, fangen wir an. Jetzt haben wir schon 2 Minuten verloren. Also, das Paladin-Schattenset. Letztes Mittel. Eine Secret-Karte nicht wirklich so gut. Niemals aufgeben. Ein weiteres Secret. Ja, ist in Ordnung. Aber auch nicht der Knall. Geheimnisvolle Klinge wurde nie wirklich gespielt. Der lichtgeschmiedete Segen. Ein netter Heal. Aber auch der zu langsam irgendwie. Bronze-Herold. Auch viel zu langsam. Das Abenteuer ruft. Ein ganz netter Draw. Aber auch sehr langsam. Drachensprecher. Theoretisch Drachensynergie. Die gab es aber nie. Duell ist natürlich schade. Duell ist Big Paladin. Also eine sehr gute Karte, die der Paladin verliert. Und Nosari. Auch irgendwie ein netter Drache, der aber nie gespielt wurde, außer man hat ihn halt random durch Alexstrasza bekommen. Also insgesamt seht ihr, Leute, allesamt Karten, die man irgendwie mal gesehen hat, aber die nie wirklich in Decks gekommen sind, außer vielleicht mal in einen Pure Parler. Oder halt hier in einen Big Paladin. Die Karte ist gut. Also ohne die Karte wäre Big Paladin kaputt. Das könnte man also jetzt so festhalten. Big Paladin wäre ohne Duell, Stand jetzt, so wie es jetzt ist, im Moment keine Möglichkeit mehr. Denn das ist mit Abstand die beste Karte. Turn 5 halt den großen Diener rauscheaten und vom Gegner was kaputt machen. Eventuell ein Combo-Piece. Das hat Big Paladin so gut gemacht oder macht ihn gut, wenn er denn überhaupt gut ist. Und das wird dann nicht mehr funktionieren. Der Rest ist relativ vergessbar. Stand jetzt. Uldum. Uldum ist Quests. Der Paladin hat eine Quest bekommen. Ich weiß, die meisten von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, dass er eine hat. Wobei Theis, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen damit gespielt hat. Aber ja, er hat diese Quest mit den Wiederkehrdienern. Insofern hat er viel Support dafür. Die Quest wurde aber nicht wirklich gespielt. Insofern ist Quest wurscht. Ungestüme Fanatikerin. Ja, netter One-Drop. Wurde auch ein bisschen mal gespielt in Highlander-Decks oder aggressiven Decks. Mikromumie. Nett, aber auch für die Quest halt gedacht. Die Sandwespenkönigin. Nett. Sir Finlay war die Highlander-Karte. Ja, jeder hat eine Highlander-Karte bekommen. Denkt dran, wir haben 10.000 Marino gesehen, wir haben 10.000 Mal Bran gesehen. Wen haben wir nicht gesehen? Sir Finlay, ja, also auch. Es hat weder der Quest-Paler noch der Highlander-Paler haben es geschafft, gute Decks zu sein. Insofern ist dieses Set halt auch relativ unnütz, weil beide Archetypes, die hier gepusht wurden, hat es eigentlich nicht wirklich gegeben. Unterdrückung ist eine nette Karte, die ist ganz cool, die könnte man mal spielen, also wenn man will, einmal oder so. Salets Stolz ist eine gute Karte im Librem-Parler, um Karten zu ziehen. Der Parler hat nicht so viel Card-Draw, insofern ist das eine gute Karte, die weg ist. Wächter der Ahnen eigentlich nicht so super scheiße, aber auch nicht gespielt. Segen des Pharaos kaum gespielt. Und die Murloc-Meute. Eigentlich uninteressant gewesen für lange, lange Zeit. Aber jetzt seit ein paar Wochen wieder voll in aller Munde. Insofern, also ja, diese Combo ist tot. Insofern das Wichtigste vielleicht. Unterdrückung, ein netter Spell, der weg ist. Quest und Sir Finlay
hat es beides nicht wirklich geschafft. Kadro für Leibrim, guter Kadro für Leibrim ist weg und das Wichtigste, Leibrim, der Ramp-Paladin verliert seine Moloch-Meute, das ist also nicht mehr möglich. Und das Drachenset, wie es schon heißt, gibt uns Drachen. Habt ihr groß Drachen-Paladine gesehen? Nein, insofern gerechte Sache, ziemlich unnütz. Kurzfristig auch mal in einem aggressiveren Deck drin, aber ja. Sandatem hat es nie wirklich gegeben, Refugium hat es nie wirklich geschafft. Der Bronzeforscher ist eine nette Karte, wurde auch mal hin und wieder gespielt, aber kaum. Talrita hat man so gut wie nicht gesehen. Ich habe sie mal getestet, sie war okay, manchmal, aber manchmal auch nicht. Himmelsgreifer war anfangs in einem Mech-Paladin drin, aber seitdem es den nicht mehr gibt, ist die Karte auch weg. Der Zelot, also auch der Pure-Paler verliert Support. Zelot und Ritter, also die beiden Pure-Paler-Karten verschwinden. Nosdormu, auch da, also Ramp-Paler ist völlig tot. Ramp-Paler verliert Nosdormu und Ramp-Paladin verliert die Moloch-Karte. Insofern Ramp-Paladin sollte Geschichte sein. Bernsteinwächter, ein weiterer netter Drache, der heilt. Also es gab schon guten Heilungssupport. Also der Paladin verliert auf jeden Fall einiges an Heilung mit den Karten hier. Und hier nochmal der Ritter, die Pure-Karte. Die Frage ist natürlich, die ich mir stelle, warum hat der Paladin im letzten Set, also der Paladin hat jetzt im letzten Set diese gute Dame hier bekommen, also eine Pure-Karte. Warum sollte der Paladin im letzten Set eine Pure-Karte bekommen, wenn drei Monate später zwei Pure-Karten rausrotieren? Also zum einen spielst du Yrel jetzt schon nicht. Also selbst jetzt wird Yrel in einem Pure-Paler kaum gespielt, kaum. Oder eher nicht. Und wenn jetzt die beiden Karten noch rausrotieren, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr, dass man Pure-Paler spielt. Also warum gibt es Yrel? Insofern ist meine Vermutung, dass der Pure-Paler durchaus nochmal irgendwann jetzt Support bekommt. Ansonsten wäre Yrel auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Ja, und dann haben wir noch das kleine Miniset. Ja, Shotbot. Shotbot ist sehr, sehr nice. Ein solider One-Drop auch für ein Pure nice. Also sehr, sehr gut für Pure. Könnte man aber eventuell noch ersetzen. Durch einen anderen Two-Drop. Luftlandung, nett. Und der Schuppenfürst, eine Moloch-Karte, wurde auch nie so richtig viel gespielt. Moloch-Paladin war kurzzeitig mal ein Ding. Also wirklich richtiger Moloch-Paladin. Ist okay. Also insgesamt betrachtet kann man eigentlich sagen, Schatten hatte Duell für einen Big-Paladin. Uldum hat die Moloch-Karte jetzt für den Ramp, ansonsten nicht viel. Und Drachen wurden auch nicht viel gespielt, aber die Pure-Karten gehen weg. Also man kann eigentlich schon sagen, dass der Pure-Paler jetzt nicht die krassesten Karten, oder dass der Paler nicht die krassesten Karten der Welt verliert. Aber jedes Set verliert so ein paar wichtige. Also der Pure-Paler verliert schon sehr wichtige natürlich. Der Ramp-Paler verliert die wichtigsten überhaupt, der ist tot in der Form. Also am ehesten könnte ich mir noch einen Leibrim-Paler weiterhin mit Penflingern vorstellen. Also wenn man jetzt von dem Kernset, wenn man das Kernset vergisst und wenn man die neue Erweiterung vergisst, dann könnte man sich am ehesten noch vorstellen, dass sich der Penflinger hält, was natürlich traurig ist, aber ja. Insofern warten wir mal ab. Aber insgesamt kann man eigentlich sagen, dass die Sets von Pala jetzt nicht absolut stark waren. Außer das hier ist wirklich schade, dass die beiden Pure-Karten wechseln. Insofern hoffe ich, dass da nachkommt. So, gehen wir zum Druiden. Der Druide im Schattenset. Eichhornträgerin, hier ein bisschen Token-Support. Kristalline Macht, nette Karte. Kristallsangportal, ja, für Spell-Druiden. Die gab es ja mal. Traumfahrtwächterin, auch noch ein bisschen Token-Support. Lebenswirkerin wurde nie wirklich gespielt. Segen der Urtürme, Token-Support. Kristallisch wurde nie gespielt. Hilfe des Waldes ist theoretisch eine Token-Karte, wird aber im Moment tatsächlich auch nicht gespielt. Und Leuchtborke, das ist ein nettes Legendary, welches man aber auch so nicht sieht, weil es einfach den Support nicht hat. Es müsste irgendwie einen Support geben, in Form von Death Rattle Support oder Heilungssupport, keine Ahnung. Insofern wird die Karte nicht gespielt und ist natürlich zu langsam. Also, in diesem Set verliert der Druide 1, 2, 3, 4 nette Token-Karten. Wobei man aber fairerweise sagen muss, dass Hilfe des Waldes die Eichhornträgerin im Moment gar nicht gespielt werden. Also zwei von den netten Token-Karten sind im Moment im Token-Druiden nicht mal drin. Und eigentlich nur die Karte zweimal und ich glaube Segen der Urtürme einmal oder so. Also
Es sind zwar eigentlich gute Token-Karten, aber so richtig wichtig für den Token im Moment sind sie nicht mal. Uldum ist Quest. Insofern, Questroide war ein nettes Deck. Questroide wurde gespielt. Aber im Moment eher weniger. Also Lohn der Expedition, nette Karte, aber auch eher wie Advent für die Quest. Die Quest, Kristallhändlerin war auch klar eine Questkarte. Bienen werden im Token-Druiden gespielt oder im Moment, also es ist ein einigermaßen netter Removal für einen Token-Druiden, der dann die Bienen noch nutzen kann. Aber es gibt auch irgendwie Schlimmeres. Aber ja, ist eine nette Karte. Botanikerin wird kaum gespielt. Elise wurde auch, das ist die Highlander-Karte des Druiden, die wurde auch fast nicht gespielt. Aber jetzt in den letzten 2 Monaten gibt es immer wieder einen normalen Highlander-Druiden, der enorm schwer zu spielen ist und der meistens kriegst du damit voll auf die Fresse. Aber es gibt 1, 2, 3 Leute, die sind damit unfassbar erfolgreich und die spielen Highlander-Druiden auf unfassbar hohem Niveau. Aber wenn man ihn dann einfach mal nachbaut und man spielt ihn einfach mal eben, dann kriegt man meistens auf den Sack. Also es ist ein gutes Deck im Moment und es schaffen Leute damit unfassbar gute Ergebnisse. Aber es ist schwer zu spielen. Insofern im Moment kriegt Elise sogar ein bisschen Aufmerksamkeit, aber eigentlich wurde sie enorm wenig gespielt insgesamt. Oasenwalker, geile Karte für die Quest. Verteidiger des Anubisat ist quasi eine feste Karte im Druiden, muss man sagen. Lange Zeit jetzt. Verborgene Oase, geile Questkarte und Überfluss ist auch nicht schlecht. Also das Set ist nicht schlecht. Ja, also die Quest ist halt, wenn die Quest nicht gespielt wird, sind viele Karten tot, aber die Karten waren halt gut, aber okay. Ohne Quest werden die Karten eh nicht gespielt. Bienen, nette Tokenkarte. Verteidiger des Anubisats in super vielen Druiden-Decks drin und Überfluss auch in vielen Druiden-Decks drin. Also das sind sehr, sehr gute Karten, die der Druide hier verliert. Und Drachenset, Riesenwuchs, es gab den Embiggen-Druiden, den Riesenwuchs-Druiden, eine Zeit lang, im Moment nicht, Gott sei Dank. Also Stand jetzt ist es erstmal wurscht. Aufforsten, ja, kleine süße Karte, die teilweise im Moment gespielt wird. Sicher, das Deck wurde kaum gespielt, Übermacht. Big-Druide gab es kurzfristig immer mal wieder, aber eigentlich keine große Sache. Fand ich aber immer nett, insofern, ja, schade, dass sie weg ist und schade, dass Big-Druide allgemein halt nicht so stark ist wie der Rest, weil der Rest ist wesentlich ätzender als Big-Druide. Bombardierin, ja, noch eine nette Token-Karte, die aber auch nicht gespielt wird. Traumatem ist natürlich super. Also Traumatem für jedes Drachen-Ramp-Deck mit Ysera und 3, 4 anderen Drachen. Eine unfassbar starke Karte. Eine Karte ziehen und rampen ist unglaublich stark. Aber das ist eine sehr, sehr starke Karte. Aeroponik ist eine sehr starke Karte, die weggeht für Token-Decks. Der Forscher natürlich und Ysera. Ich meine, und Goru. Ja, Goru wird zum Teil in Token-Decks gespielt und gerade gegen Control-Decks unfassbar stark. Ja, also auch das ist eine starke Karte, die weggeht. Und Ysera und der Forscher, wow. Gott sei Dank, ganz ehrlich, Ysera ist so ätzend. Ysera, die dir random Caligos oder Maligos oder andere Yseras und ist so eine starke Karte, auf die Druiden jetzt schon so lange bauen. Also ja, das ist ein sehr starkes Set. Gute Token-Karte. Gute Ramp-Drachenkarte, gute Tokenkarte, Drachen-Drachen-Ramp, in den ganzen größeren Ramp-Decks mit, sind die drin. Goru in einigen Decks drin, auch wirklich keine schlechte Karte im Moment. Also da verliert der Druide schon einiges hier in diesem Drachenset, das tut schon ein bisschen weh. Und dann gucken wir uns noch das an. Ja. Das sind gute Karten, das sind wirklich alles 3 gute Karten, die auch natürlich, die Karte wird im Moment gespielt, also die ist super solide. Die Karte habe ich tatsächlich lustigerweise meinem Rüstungsdruiden im Moment drin, auch nicht schlecht. Und der geflügelte Wächter, könnte man fast meinen, ist die stärkste von den dreien. Aber der wird sogar am wenigsten gespielt. Den sieht man eigentlich nur, wenn ein Schurke ihn random bekommt. Also wenn ein Schurke ihn durch die Pharaonenkatze bekommt, dann sieht man ihn im Moment. Das wäre halt eine Karte, die in einem Big-Druiden drin wäre. Aber Big-Druiden wird halt nicht gespielt. Also grundsätzlich 3 super solide Karten, die auch immer mal wieder gespielt wurden. Aber jetzt nicht total mega wichtig sind. Aufwind ist vielleicht noch die wichtigste eigentlich. Ja. Alles in allem verliert der Druide schon in jedem Set eigentlich 2, 3 ganz gute Karten. Also der Druide hatte wirklich immer, der Druide war ja auch immer stark eigentlich und auch hier, also ja, gerade das letzte Set tut weh, also der Druide verliert schon nice Sachen, muss man sagen. Dann kommen wir noch zum Hunter. Auch nicht unbedingt mein, also Hunter ist auch nicht weit davon entfernt, mein Deck zu sein. Schimmerfalter, ja, netter One-Drop. Schnellfeuer, ja, 9 Leben. Deathrattle gab es leider nie so richtig, aber lustige Karte. Ursatron, Mech, Deathrattle-Support.
Also, seitdem es Ziliex und die ganzen Mechs nicht mehr gibt, hat die Karte halt abgebaut. Jetzt kam sie mal wieder für den Tonk Hunter, für den Panzer Hunter. Aber insgesamt, seitdem Ziliex weg ist, wurde die Karte halt weniger gespielt. Arcane Pfeilmacherin wurde nie gespielt. Im Visier war mal interessant, solange es Sul'jin noch gab. Aber jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr. Jagdtrupp war nie da. Der Allzweck war nicht da, wie gesagt. Mit den Tonks eine lustige Karte. Geht dann leider auch weg. Die Bestie ist los, wurde auch gespielt, solange es Sul'jin gab. Und Veresa wurde eigentlich nie wirklich gespielt. Also viele Karten, die gut waren, mit Mech-Support, mit Mech-Support oder mit Sul'jin-Support. Aber ohne Mechs und ohne Sul'jin, Karten, die jetzt doch stark abgefallen haben und eigentlich nicht mehr wirklich gespielt wurden. Außer halt der Allzweckvernichter und Ursatron in einem Meme-Spaß-Tonk-Hunter, das tatsächlich gar nicht so schlecht ist. So, kommen wir zu Uldum. Tretfalle, nettes Secret, Jagdausrüstung, ja, Theorie, Value, aber Value interessiert einen Hunter halt nicht. Wüstenspeer, gute Karte für die Quest. Die Quest ist hier übrigens drin. Ich habe die Quest nur nicht. Aber ja, das ist das Quest-Deck. Insofern Wüstenspeer, gute Karte für die Quest, allgemeine gute Waffe. Zähmerin wurde nicht wirklich gespielt. Es gab jetzt mal so einen OTK-Hunter oder so einen, der das Rhino kopiert hat. Komische Karte, ja. Alpha-Hygiene, nette Karte mit Secrets. Netzweber wurde auch nie wirklich gespielt. Schreckenschwarm für die Quest. Der wilde Blutstecher, eigentlich eine richtig starke Karte, die ich in jedem Schamanen spielen würde oder in jedem Kontrollschamanen. Aber es ist leider keine Kontroll, es ist leider eine eher kontrollige Karte und deswegen ja, im Hunter halt nicht spielbar oder im Hunter wurde sie nicht gespielt. Ich hätte diese Karte wirklich gerne im Priester, im Warlock, im Schamanen gesehen und sie da gespielt und dann irgendwelche Kombos kaputt gemacht. Es ist ja quasi Dirty Red, nur halt in teuer, aber dafür mit guten Stats. Wirklich gute Stats. Ja, insofern sehr, sehr schade, dass es eine Hunter-Karte war, weil da war sie wirklich verschwendet. Und natürlich Bran, die Karte schlechthin, die Karte, die Highlander Hunter zu dem gemacht hat, was der Highlander Hunter ist, nämlich ein unfassbar starkes Deck. Insofern, ja, krass, ne? Also insgesamt kann man sagen, verliert der Hunter Karten, die nicht so wichtig sind, Stand jetzt, weil die Quest wird kaum gespielt und der Rest ist eigentlich unnütz. Tretfalle hin und wieder mal gespielt oder random bekommen, ist ein nettes Secret natürlich. Insofern ist das gut, dass es weg ist, weil man weiß, dann muss, man muss nicht mehr drum rumspielen. Aber natürlich King Crush ist die eine Karte, also Bran, die natürlich absolut wehtut, auch wenn sie erst genervt wurde. Und das Drachenset, das ist sehr, sehr stark. Macht den Weg frei, wurde gespielt, im Moment nicht, okay, aber theoretisch nicht schlecht. Toxische Verstärkung, Facehunter, der Zwergenscharfschütze, der One-Drop des Hunters, ätzender Atem, theoretisch eine gute Karte. Dragonhunter ist im Moment nicht so zu sehen. Phasenpirscher, seit Ewigkeiten die Karte, also in jedem Hunter-Deck ist Phasenpirscher drin. Herabstoßender Greif ist starke Karte, Sturmhammer in jedem Drachenhunter drin, gibt es halt im Moment nicht so. Der urzeitliche Forscher ist super stark. Drachentod in jedem Hunter-Deck. Viranus ist eine sehr, sehr starke Karte. Also ja, hier sind wirklich... Also das tut dem Hunter weh. Ich meine, die Karte ist in jedem Deck. Die Karte ist in jedem Deck. Starke Karte, starke Karte. Starke Karte. Starke Karte. Starke Karte. Die Karte ist in jedem Deck. Und Viranus ist auch eine starke Karte, auch wenn die im Moment nicht wirklich gespielt wird. Also, ja. Zwei, drei Karten, die in jedem Hunter-Deck drin sind. Und viele, viele starke Karten, die man in spezielle Hunter-Decks bauen kann. Facehunter, Drachenhunter. Sehr starkes Set des Hunters und das schmerzt. Und dann haben wir noch Galakons Erwachen. Ja, das ist frische Spur, wurde nicht gespielt. Hexelkopter wurde nicht gespielt. Der Faulnestdrache, unfassbar gute und starke Karte. Aber da es halt im Moment keinen Drachen-Midrange-Hunter gibt... Drachen-Midrange-Face-Hunter nenne ich es mal. Da es diese Art nicht gibt, ist halt auch der Faulnestdrache im Moment egal. Theoretisch eine unfassbar gute Karte, die auch seine, die seine Zeit hatte, aber im Moment halt nicht beachtet wird. Ja. Also, das war's. Ihr seht, jede Klasse hat gute Karten. Ich würde sagen, der Paladin verliert noch am wenigsten. Der Druide hat in jedem Set wirklich gute Sachen. Und der Hunter hat halt, war auch, der Hunter verliert dran. Und der Hunter verliert hier in dem letzten Set wirklich unfassbar viel, was quasi eine Karte, eine gute Karte in jedem Deck ist. Ja,
Wir werden uns dann in dem nächsten Video den nächsten, würde ich sagen, 4 Klassen widmen, damit wir das einfach nochmal einmal durchgehen. Und dann freuen wir uns auf die neuen Karten, die dann hoffentlich bald kommen und dass wir über die sprechen können von dem Kernset. Oder halt verbesserten Karten oder aus Wildkarten, wie auch immer. Bleibt gesund. Wir sehen uns hier oder natürlich fast täglich auf Twitch. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.